Willkommen auf Klemmbar, deinem Steinchenkanal. Ja, und dieses Set hier, ich glaube, die meisten von euch werden es zu Hause haben. Mindestens einmal, wahrscheinlich auch fünfmal. Der andere hat mal 10 davon gekauft, der nächste 15 und der übernächste hat nur 4. So wie ich. Gut, wir haben die 75280, die 501. Clone Trooper. 501. Clone Troopers Set heißt das quasi. Ja, wir wissen, wir haben jetzt ein Battle Pack bekommen, auch von der 501. im Jahr 2023. Und dieses Set ist der Vorgänger davon. Dieses Set, es war ein Fehler, dass die es schon rausgenommen haben, ja. Das Set noch ein halbes Jahr länger drin gelassen im Markt, das wäre der Wahnsinn gewesen. Das Set, ein Clone Wars Set, gab es vom 1.8.2020 bis 31.12.2022. Aktuell bekommt man hier und da vereinzelt das Set noch zu kaufen, zur UVP allerdings hier und da. Manche sind auch schon bei 35 € ja, hochgegangen. Zwischenzeitlich habt ihr das für 20 € kaufen können. Da habe ich auch zugeschlagen, wie gesagt, viermal. Und wir haben 285 Teile und 6 Minifiguren. Ja? Wir haben einen Preis pro Teil von 10 Cent, 10,52 Cent. Ja, wie gesagt, UVP 29,99 € und ja, was soll ich sagen? Es ist ein grandioses Set. Wir schauen erstmal in die Anleitung rein, ja? Wir haben hier vorne relativ Standard das Set abgebildet, hier oben mit dem schönen Ahsoka Clone Trooper, ja, wunderschöne Minifigur. Dann hier drin die Bauschritte. Ich meine, wahrscheinlich langweilig ich euch. Ihr könnt es schon auswendig aufbauen zum Teil. Aber ich möchte es trotzdem mal gezeigt haben. Ja? Wir haben relativ überschaubare Bauschritte. Das ist jetzt nichts Wildes alles. Ja? Wir haben aber trotzdem eine relativ dicke Anleitung. Und ja, Passsticker sind natürlich mit dabei. Und hinten bei den Teilen muss man sagen, wirklich keine Farbseuche. Ich weiß gar nicht, ob hier ein pinker Stein oder so ist. Nö, diesmal gar nichts. Alles in Ordnung. Hier sehen wir noch alle Sets, die es jetzt zu der Zeit eben auch gab. Und da muss ich sagen, habe ich relativ gemischt eigentlich von die Sets schon ja, in der Sammlung. Ich glaube, hier auf der ersten Seite habe ich die Hälfte etwa. Da habe ich ja hier das Set, was ich euch gerade vorstelle. Den AT-AT habe ich, den AAT, die Razor Crest, ja. Das Final Duel habe ich noch nicht. Habe ich schon ein paar Mal in Kleinanzeigen, weil ich kurz davor war, es zu kaufen. Dann irgendwie doch nicht. Hier unten das Set, ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Brauche ich eigentlich noch wegen den Knights of Ren. Ja, dann hier oben noch der, ich glaube, der Rebellentransporter war das. Und der überteuerte General Grievous Starfighter, ja. Auf der anderen Seite die Sets, ich falte mal kurz ein bisschen die Anleitung so. Da sind auch solide Sets dabei, ja. Ich habe hier die zwei Battle Packs, die zu der Zeit ja die letzten waren. Habe ich auch beide am Start. Ich glaube, das waren die letzten. Oder gab es danach nochmal was? Danach gab es, glaube ich, nochmal was, ja. Dann hier den Poe Dameron's X-Wing habe ich auch, den Sith TIE Fighter habe ich. Und ansonsten habe ich tatsächlich nichts an dieser Seite. Aber das ist auch nicht so wild, ja. Relativ dick, passt aber die Anleitung. Wir bekommen ja auch ein Speederbike und einen Walker. Ja, das Speederbike, ich muss sagen, also das Ding haben wir alle schon tausendmal gebaut. Entweder weil wir tausendmal dieses Set haben oder weil es einfach schon in tausend anderen Sets verbaut war oder dabei war. Ja, Standard-Speeder ist in Ordnung. Was ganz schön ist, wir haben hier nochmal auf beiden Seiten, anstatt den Harpunen, haben wir Medium Blaster für die, ja, für die Deko sozusagen dabei. Ganz in Ordnung, ja, das passt. Hier vorne nochmal zwei Stud-Shooter verbaut und ansonsten können wir hier halt eine Figur draufsetzen und dann läuft das Ding. Schöne Steine auch dabei, schöne lange Platten. Also zum Ausschlachten ideal. Habe ich leider nicht gemacht bisher, ja. So rückblickend hätte ich gerne mal ein paar von diesen Sets noch gekauft und auf Lager gelassen. Aber nein, ich habe 4 Stück. Das reicht auch. Man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und dann schauen wir uns auch mal hier den Walker schnell an. Und auch der relativ solide Teile. Wir haben halt ein paar Sticker drauf. Hier vorne Sticker, 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 Sticker. Sticker sind wirklich schlimm in diesem Set. Ich glaube, 8 Stück müssten sein. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Sticker, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Schon eine ordentliche Menge, aber das passt ja letztendlich. Wie ihr es gewohnt seid von den Walkern, die Beine können wir verstellen, ja. Hier oben haben wir noch eine Antenne, die können wir hin und her bewegen.
Und hinten haben wir noch ein Fernglas dabei. So ein Star Wars Fernglas finde ich super. Kann man immer mal gebrauchen. Gerade für jemanden, der Mox bauen will oder so. Braucht man nicht erst über Bricklink kaufen. Hat man ja dann meistens dann doch mal hier dabei. Und hier neben können wir noch die Waffe dann festmachen von der Figur, die gerade den Walker quasi steuert. Ja. Hier oben können wir ganz normal auch noch eine Minifigur reinpacken. Und dann läuft es. Hier haben wir noch einen Stud-Shooter, den wir in alle Himmelsrichtungen bewegen können. Ist auch in Ordnung, ja. Also an sich ein solider Build. Es gibt ja auch etliche Videos dazu, was man da alles draus bauen kann und so weiter. Ja, habe ich bisher noch nie was draus gemacht. Dieses Set werde ich auch danach zerlegen, weil ich das mittlerweile nicht mehr aufgebaut sehen kann. Also die beiden Builds werde ich zerlegen, so wie die anderen drei. Die habe ich auch schon zerlegt, die anderen drei Sets. Da kommt der einfach mit dazu. Und irgendwann baue ich die wieder auf und freue mich drüber. So, schauen wir uns aber mal die Minifiguren an. Und da muss ich vorneweg schon mal sagen, so die Preise der Minifiguren brauchen wir jetzt nicht groß drauf eingehen, dafür ist es einfach zu früh. Ja? Am Ende gibt es nochmal ein Remake, die Figuren sind alle nochmal dabei, der Preis wird runterfallen, keine Ahnung. Wir wissen es nicht, ich glaube momentan liegen die so um und bei 5 Euro, die Clone Trooper. Ja? Wir haben zwei Kampfdroiden dabei, die bringen es jeweils auf 1,40 Euro etwa, ja, im Gebrauchszustand. Und beide mit einem Blaster, gerade Arm, das passt. Dazu muss man aber sagen, wir brauchen halt mehr Droiden. Ja, es bringt nichts. Wir haben 4 zu 2 im Verhältnis. Das macht ja keinen Sinn. Wie will man gegen Droiden kämpfen, wenn man keine Droiden bekommt? Ja, aber gut, was haben wir noch dabei? Wir haben hier die die SW-10-93. Das ist ein 501. Jet Trooper. Und der ist auch exklusiv in diesem Set, ja. Die sind ja mittlerweile alle mit diesem Light Nougat-Kopf gewesen. Der alte Phase 2 Helm noch, ja, ohne Attachment-Möglichkeiten, ohne die Löcher an der Seite. Aber auch das, so, das passt, ja. Blaues Jetpack drauf. Ich habe auch noch ein paar weiße Jetpacks damals vom Corporate Alliance Tank. Ja, super. Kann man ein paar Jet-Droiden ausstatten. Auch ohne die Jets. Jets könnte man die Figur, glaube ich, ganz cool benutzen. Oder halt irgendwie um Figuren zu mocken oder so. Also das passt, ja. Ihr seht ja die Prints überall, ja. Die Gürtellinie ist nicht bedruckt, die Arme nicht bedruckt, der Rücken ist bedruckt, aber da ist halt das Jetpack. Und ein Wendegesicht haben wir natürlich auch nicht am Start. So viel dazu, ja. Dann kommen wir zu den drei anderen Figuren und das sind dreimal dieselben, ja. Die Figur ist halb exklusiv. Die gab es nochmal im Magazin, da habe ich mir auch ein oder zwei von gekauft. Aber ansonsten gab es sie hier dreimal direkt in diesem Set. Und das ist einfach ein Standard 501. Clone Trooper, ja. Ohne Firlefanz, ohne Attachments, ohne Jetpack, ohne irgendwas. Einfach ein normaler 501. Trooper. Davon, von denen man viele braucht. Gesicht, Standard Helm, bedruckt. Standard Körper, Standard bedruckt. Ha, fantastisch, ja. Zweimal kommt er mit einem Medium Blaster und einmal hier mit einem Sniper oder einem langen Blaster, ja, Langwaffe. Und der hat hier vorne nochmal so ein Attachment drauf. Ja, finde ich ein schönes Feature, dass Lego das macht, ja. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, drei davon. Perfekt, ja. Drei Standard 501. Trooper, ein Jet Trooper. Also, das ist doch mal wirklich eine Auswahl gewesen. Besser geht's doch gar nicht, ja. Jetzt im neuen Battle Pack ist es okay, die Auswahl, ja, aber sowas ist doch super, ja. Zwei Kampfdroiden, von mir aus hätten sie das Ding 5 Euro teurer machen können und halt nochmal zwei Droiden dazu schmeißen können, zwei oder drei, und dann wäre das Ding super gelaufen, auch für 5 Euro mehr. Wie gesagt, jeder braucht Droiden, jeder braucht Klone, also warum sie damit aufgehört haben, kann ich nicht so ganz verstehen. Ich hoffe ja auch, dass zur 212. so ein Set einfach nochmal kommt. Das wird wunderbar funktionieren, ja. Aber gut, werden wir sehen. Ich meine, das Review für viele von euch war es wahrscheinlich ein bisschen unnötig, weil ihr es eh alle kennt. Aber ich finde, dieses Set gehört auch auf dem Kanal. Das muss einfach mal gezeigt sein. Und mehr als freuen kann man sich doch nicht über so ein Set, ja? Grundsolide, da macht man überhaupt nichts falsch. Und schaut halt, dass, wenn ihr es noch wollt oder braucht und noch gar nicht habt oder erst eins davon habt oder so, schaut, dass ihr es jetzt noch relativ preiswert kauft für die UVP im Zweifel. Aber fangt jetzt noch, also weil ich kann mir vorstellen, dass es noch ein bisschen teurer wird. Oder vielleicht kommt auch nochmal eine neue Version davon. Wer weiß es schon. Aber wenn ihr es noch wollt, guckt, dass ihr es jetzt kauft. In einem halben Jahr, in einem Jahr wird es wahrscheinlich teurer sein. Aber gut, ich habe keine Glaskugel, ich kann es euch nicht versichern.
Und auch gebraucht kann ich jetzt keine wirklichen Angaben machen. Ja, ihr kriegt es für 30 Euro momentan original verpackt auf Kleinanzeigen verkauft. Gebraucht verkauft es momentan noch nicht so wirklich jemand, also oder kaum. Ja, also da gibt es keinen wirklichen Preis für. Deswegen schaut, ob ihr es noch bekommt. Und dann für 30 Euro ist es zwar ein bisschen teuer, aber das passt für die Figuren. Ja, mit dem neuen Battle Pack kombiniert und dann läuft die Sache. Gut, das soll es auch gewesen sein. Lasst gerne Bewertung da, einen Kommentar und schreibt mir gerne mal rein, wie oft ihr das Set gekauft habt und wie oft ihr schon das neue Battle Pack habt dazu. Ja, würde mich mal wirklich sehr interessieren. Ich weiß von manchen von euch, die haben übertrieben, die haben 17 Mal dieses Set da stehen. Also, und dann auch noch aufgebaut. Ich könnte 17 Mal nicht diese Walker aufbauen und das Speederbike. Da würde ich irgendwann umfallen. Ja, das. Aber gut, sieht aber auch cool aus im Regal, wenn man davon wirklich so viel hat. Ja, das soll es gewesen sein. Mehr gibt es nicht zu sagen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Baut eine Riesenarmee. Habt Spaß. Bis zum nächsten Mal und tschüss.